So, ist das Ding an? Hallo. Scheint zu gehen. So, ja, hallo meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Let's Play Metin 2.de Azrael. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich zeige euch jetzt gerade, wie ich, weil ich am letzten Let's Play gemeint habe, ich habe viele Elementarverzauberungen verkauft, auch gerade 18% Verzauberungen, verkaufe ich für 80 Won. Da habe ich hier zum Beispiel am Puh habe ich die verkauft, dann habe ich auch damals Krallen gemacht und Zodiac-Schwerter. Und wie gesagt, das war eigentlich so ein großer Hauptteil, der wirklich dazu beigetragen hat, dass ich mein Exerubin abgezahlt habe. Das war jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Ich tue es euch jetzt nicht an und zeige euch die ganzen Verzauberungen dazu. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, die ganzen Sechsersprünge da rauszupicken. Da war ich viel zu faul dafür. Aber Hauptsache, dass ihr mal seht, okay, 18% haben wir daraus gemacht, weil... Jetzt kommen nämlich das Eklige, die normalen Elementarverzauberungen, die ich halt auch für normal 7,1 Won verkaufe. Aber aktuell, da möchte ich jetzt darauf hinweisen, ich mache aktuell für die Elementarverzauberungen nur noch Teilnahmebelohnungen. Das heißt, ich kriege weniger Medaillen, weil ich nicht mehr, was heißt, ich möchte mir nicht mehr so viel Zeit für Elementarverzauberungen nehmen. Nur noch wirklich Elementänderungen, Resetter und große Projekte wie zwischen 12 und 20% irgendwie sowas halt einfach, weil ich momentan die Zeit, die ich wirklich fürs Elementarverzaubern aufwende, also fürs Spenden allgemein, ist normal ungefähr so bei 1,5 Stunden und oder 1,5 bis 1¾ Stunden und jetzt momentan nur mit Teilnahmebelohnungen bin ich so bei 40 Minuten, weil ich wirklich wieder ein bisschen mehr Hydra farmen will, Melee farmen will, Leveldienst machen will etc. pp. So, jetzt haben wir den ekligen Teil hinter uns. Jetzt kommen wir zu was ganz Coolen. Und Leute, das war das einzige verdammte Item, was ich mir geholt habe, während ich Schulden hatte. Ja, ich weiß, böse Tat. Ich hatte 1600 Won Schulden. Das war das einzige, was ich mir zwischendrin gekauft habe. Das war ein Sub für meinen Wadenmuskel mit 10 dB, 10 TP absorbieren und 20 Doppeldrop. Für einen Crab-Exe-Jade blank und 25 Won. Nochmal danke an Monre Baus, der hat mir nämlich den Exe-Jade geschenkt. Und ich habe mir dieses Sub geholt. Ich fand das so geil. Ich wollte das unbedingt haben. Und ich hätte es wirklich bereut, wenn ich es nicht geholt hätte. Ich habe ja auch, während ich Schulden hatte, habe ich eigentlich gar nicht mehr auf den Markt geguckt, weil ich sonst irgendwelche Sachen gefunden hätte, die ich unbedingt haben will. Und da bin ich gar nicht großartig auf den Bazar gegangen, außer für Schulden abzahlen. Zwischendurch habe ich dann auch wieder 6/7 abgegeben, 2% Metin auf meine HTK bekommen, habe mich voll getriggert, dass nur 2% waren, aber gut. Und auf meine Phoenix-Schuhe für mein Low-Level-Char war nochmal 4 Gift mit drauf. Gut, ist halt so. Momentan mache ich das aktuell immer noch, also ich gebe wirklich Low-Level-Equipment-Teile ab für 6/7, hole die wieder ab und schau einfach, was ich bekomme. Bei meinen Ebis damals hat es ja wunderbar funktioniert, da habe ich ja wirklich 50 AW drauf bekommen. Und weiß ja nie, jetzt kann immer mal was Gutes kommen. Natürlich kam jetzt eigentlich überwiegend nur Crap, aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache es funktioniert, weil ist mir schon wichtig, dass trotzdem für mein 6. also dass der 6.7. auf mein Low-Level-Equipment halt auch mit drauf ist. Weil auch wenn es nur TP oder so sind oder auch Gift, Schaden tut's nie, würde ich behaupten. Dann hat mir der liebe Mr. Soul hat mir noch Alas Tortruhen gegeben vom leichten Run. So ein Crab-Jar. Kappa. Die durfte ich dann aufmachen. Danke nochmal an der Stelle dafür. Und ja, also ich habe da auch ehrlich selber gar keinen Plan gehabt, was da so alles rauskommt. Also wirklich so Machtsteine, also so hier Dämonensteine plus 4, schimmernde Muschel, wo man diese Perlen bekommen kann für diese neue Rüssi und so weiter. Also es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Also mal gucken, wenn ich auf Johara bin, wie es da so läuft. Dann haben wir von meinem Kollegen Subzillischer, oh Gott, ich muss ihn nochmal fragen, wie er richtig heißt, haben wir eine Zodiac-Lefe plus 8 und einen Seelengürtel plus 8 bekommen. Die sollte ich auf plus 9 appen. Ich habe natürlich gesagt, ich mache das easy. Und dann habe ich natürlich alles zurückbekommen. Aber gut, es war nur die Zodiac-Lefe. Wir haben noch den Seelengürtel mit einer Schmieder, die wir das jetzt appen können. Und geht auf plus 9? Natürlich nicht. Was habt ihr denn gedacht, was da kommt? Naja, vielleicht wird es jetzt hier besser. Wir haben noch 3 Brillisteine bekommen von Skyripper. Danke auf jeden Fall an der Stelle, dass ich das appen durfte. Natürlich ist das Ziel, einen guten Exe zu bekommen. Oder, wenn sie Brilli werden, dass sie
gute Werte haben, wenn sie schon Brilli werden. Wir haben so gesehen zwei Abversuche auf Echse. Also falls der erste klappt, dann machen wir den zweiten. Der erste Try. Brilli? Vielleicht gute Bonis? Nein. Nein, natürlich nicht. Zweiter Versuch. Fail? Ich hab's einfach drauf. Mit Crap. Ja, doch, ist Müll. Ist Müll. Und der Witz war, Skyripper hat dann selber anscheinend nochmal geupt. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau. Aber ich glaube, er hat dann selber nochmal geupt. Das war auch on stream. Hat er selber geupt und er hat TP, TP absorbieren und TP Rec bekommen. Da habe ich mich auch schon ein bisschen geschämt, dass ich nicht mal Echse geschafft habe. Aber gut, das kann halt mal passieren. Gefühlt auch nur mir. Und für Meinix habe ich noch den Dia hier geupt. Der ist aber perfekt geworden. Das war so der kleine Trost in dem Moment für mich, dass ich wirklich sagen konnte, okay, ja, da haben zwar die Jade waren zwar jetzt mega kacke, aber der Dia hat eigentlich gut funktioniert. Immerhin. Also, er hätte ja auch gar nicht klappen können, wie in den ganzen Let's Plays davor, ne? Ne? Ja, dann sind wir jetzt noch aktuell hier bei Melee. Ich habe da mal mehr mit Push gearbeitet. Natürlich das jetzt, was ihr hier seht, ist jetzt die Seele, was ich gerade benutze. Aber ohne Seele bin ich ja so ungefähr bei 13k Damage mit Drachengott-Angriff. Dazu muss ich aber auch sagen, ich benutze keinen Drachengott-Angriff im Melee und in der Hydra. Ich wollte einfach nur mal testen, wie viel ist ungefähr so drin an Damage. Und normalerweise habe ich so 10,5k ungefähr, was eigentlich auch reicht. Aber in den nächsten Let's Plays kommen wieder ein paar neue Equipment-Teile dazu, die zeige ich euch dann auch noch. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, Melee brauchen wir ungefähr so 12 bis ja, 17 Minuten. Ist eigentlich ganz nice. Macht ihr Melee? Wenn ja, Solo oder Duo? Wir machen es momentan Duo, weil ich das tatsächlich viel entspannter finde als Solo. Also Solo ist so. So, jetzt haben wir zum Schluss einen weiteren Altistein-Versuch. Nochmal. Auf Echse. Hat geklappt. Jetzt kommt es auf die Werte an. Was haben wir? Ja. Okay. Keine Ahnung. So. Um mich jetzt mal rauszureden. Ja, der Appen ist eh immer kacke. Also Jade von Bonis Appen ist echt schwierig, finde ich. Onyx ist genauso hässlich. Rubin ist auch so ein Ding. Dia ist auch schwer. Eigentlich sind ja alle schwer. Außer Granada. Da kannst du nicht viel falsch machen. Außer du bekommst kein MP-Absorbier mit rein. Das kann auch natürlich auch passieren, ne? Nee, Quatsch. Also, ja, ist einfach kacke gelaufen, ne? Ist halt Metin. Ich bin raus, meine Freunde. Ich wünsche euch was, wenn euch das Video gefallen hat. Haut aber auf den Like-Button drauf. Lasst ein Abo da. Ich wünsche euch was. Schönen Abend, schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video angeschaut habt. Ich bin raus. Euer Andi. Ciao.